Hallo und herzlich willkommen zum Radio Teddy Computer Tipp. Ich bin Olli und ich verrate euch heute, wie ihr euch zu Hause ein ganz einfaches und vor allem richtig sicheres Passwort erstellen könnt. Ihr müsst euch das so vorstellen, das Passwort ist wirklich die einzige Barriere, also der einzige Schutz zwischen euren persönlichen Daten und dem Internet. Deswegen muss es natürlich sicher sein. Ganz toll ist es natürlich, wenn ihr euch ein Passwort sucht, das ihr euch gut merken könnt. Nicht, dass ihr euch das irgendwo aufschreiben müsst, dann kann man das immer lesen. Ein sicheres Passwort braucht auf jeden Fall große und kleine Buchstaben. Zahlen sind super da drin und auch Sonderzeichen, wie zum Beispiel Plus, Minus, Ausrufezeichen und so weiter. Ein sicheres Passwort könnte dann vielleicht so aussehen bei euch zu Hause. Plus, Computer, großes X, großes Y, minus 2015, Ausrufezeichen.